soll Ex-Verkehrsminister Scheuer für 243 Millionen Euro Schaden persönlich haftbar gemacht werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich berichte ja im Normalfall nur von rentenrechtlichen Angelegenheiten oder solchen Angelegenheiten, die mit der gesetzlichen Rente zu tun haben. Aber ich habe heute, zumindest in meiner Laufbahn erkennbar, das erste Mal wirklich etwas Hochinteressantes gelesen. Ein Novum, möglicherweise wird gegen einen Ex-Minister, hier der Herr Scheuer, ich glaube Andreas Scheuer, eine Schadensersatzklage vorbereitet, und zwar in Höhe von 243 Millionen Euro. Ich will Ihnen das einfach mal zeigen. Und zwar geht es hier um die sogenannte Mautgeschichte. Ich mache das mal ein bisschen höher. Das ist also total interessant, dass der derzeitige Verkehrsminister Wissing seinen Vorgänger, den Ex-Minister Scheuer von der CSU, hier versucht in Haftung zu nehmen. Und zwar möchte er den Scheuer wegen Schadens von 243 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Pkw-Maut in Regress nehmen. Und das Kernproblem bei der ganzen Geschichte ist, dass der Volker Wissing, auch ein hochdekorierter Jurist, das nicht ganz einfach haben wird. Er will das jetzt erstmal prüfen lassen und ein Gutachten in Auftrag geben, wo diese ganze Sache geprüft wird. Und das soll ein externes Gutachten sein, um diese Rechtsfragen zu klären. Aber, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen mal was sagen, hier gibt es schon ein Gegengutachten von der juristischen Abteilung des Bundestages, und die haben gesagt, oh, das wird ganz schön schwierig werden. Wir haben hier nämlich ein Riesenproblem. Und zwar haben wir folgendes Problem, ich zeige Ihnen das auch mal. Wir haben hier den Artikel 34 Grundgesetz. Und der Artikel 34 Grundgesetz sagt, wenn jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes, die ihm, also praktisch eine ihm obliegende Amtspflicht gegenüber einem Dritten verletzt, so tritt die Verantwortlichkeit grundsätzlich, trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Also sozusagen der Scheuer hat hier möglicherweise einen Fehler begangen. Und jetzt haftet also erstmal der Staat dafür. Der Staat ist sozusagen der Steuerzahler, und das ist natürlich eine Sache, die dem Wissing sauer aufstößt. Der sagt, 243 Millionen für die Mautgeschichte, das hätte ja der Scheuer gar nicht tun dürfen. Der hätte ja praktisch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs einfach abwarten müssen, ohne hier einfach irgendwelche Verträge mit den Mautbetreibern zu betreiben, die er dann nachher im Nachgang kippen muss. Und denen ist dann der Schaden entstanden, und der Wissing hat jetzt die ganze Geschichte sozusagen gezahlt. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Sache. Im Satz 2 dieses Artikel 34 steht, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Das heißt also, wenn der Staat übernimmt, dann kann nach Artikel 34 Satz 2 hier bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Rückgriff gegenüber Herrn Scheuer durchgeführt werden. Aber das Kernproblem, was wir hier haben, ist ein ganz anderes. Der Artikel 34 Satz 2 sagt zwar, dass der Rückgriff vorbehalten kann, aber ich brauche dafür eine Rechtsgrundlage. Bei dem Regress, das heißt also, wenn ich gegen den Scheuer, wenn ich also sozusagen mir von dem Scheuer das Geld wiederholen will, brauche ich eine Rechtsgrundlage. Und die Rechtsgrundlage kann nach deutschem Recht nur ein Gesetz oder eine Verordnung sein. Und der liebe Herr Scheuer war ja ein Minister. Und jetzt müssen wir mal in das Ministergesetz reinschauen. Meine Damen und Herren, ich habe da reingeschaut, Sie werden es nicht glauben. Da steht nichts drin. In dem Ministergesetz steht nicht drin, dass der Staat bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sich von dem Steuer das Geld holen darf. Das steht da nicht drin. Im Beamtenrecht, da ist das geregelt. Da kann dann vom Dienstherrn Regress vorgenommen werden, wenn ein Beamter vorsätzlich oder grob fahrlässig hier eine Pflichtverletzung begangen hat, die dann bei einem anderen zu einem Schaden geführt hat, wo der Amtsherr dann letzten Endes das Geld erstmal vorstrecken musste. Aber beim Scheuer sieht das eben nicht so aus. Und deswegen ist aus meiner Sicht die ganze Sache schon relativ schwierig. Und ich glaube, dass der Herr Wissing schon aus Eigeninteresse heraus sich absichern will und hier prüft, ob tatsächlich die Schadensersatzforderung
über Artikel 34 in entsprechender Regressanwendung mit einem Bundesgesetz oder mit irgendwelchen anderen rechtlichen Normen oder gegebenenfalls vielleicht auch Rechtsgrundsätzen dem Scheuer vor die Augen oder vor die Nase gerieben werden kann. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das wird ganz, ganz schwierig werden. Es wäre natürlich wünschenswert, dass der Herr Scheuer hierfür in Regress genommen wird. Aber ich denke, aus rechtlichen Gründen wird das nicht klappen. Das heißt also, wenn die ganze Geschichte als Versuchsballon gestartet werden soll, muss sich dann ein Zivilgericht damit auseinandersetzen. Das wird dann ein entsprechend zuständiges Landgericht sein. Aber ich glaube nicht, dass das hier von großartigem Erfolg gekrönt wird. Ich finde es aber schon mal interessant, dass überhaupt dieser Versuch gestartet wird, dass gegen einen Minister, einen Ex-Minister der Bundesrepublik Deutschland hier ein Regressanspruch des Staates durchgesetzt werden soll oder zumindest das geprüft wird. Das finde ich schon mal, ist ein Novum. Und deshalb kann ich nur sagen, Daumen hoch, Herr Wissing, das ist eine gute Geschichte. Ich finde es richtig, dass wenn ein Minister grob fahrlässig hier irgendwelchen Mist macht, dass er dafür auch in Haftung genommen werden sollte. Denn wir alle, wenn wir Fehler machen und es entstehen irgendwelche Schäden, werden wir ja auch dafür in Haftung genommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie natürlich nicht auf rentenbescheid24.de, denn es ist keine rentenrechtliche Angelegenheit. Aber Sie können gerne bei der Tagesschau oder bei Online-Medien nachlesen. Da können Sie das dann ganz genau erfahren, was da gegen den Scheuer los ist. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.